ja wie die Kletten an uns. Jetzt haben wir euch. Ich fürchte, der Schutzschild hält nicht länger stand. Sieh zu, dass du die Kiste in Gang kriegst. Was denkst du eigentlich, was ich hier tue? Ich muss mich konzentrieren und das ist wirklich nicht ganz einfach unter diesen Umständen. Okay, wir haben wieder Energie. Fahr los, Joe! Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir das Herz nicht mehr brauchen. Mr. Price ist tot. Der Vorfall von vorhin scheint ihm den Rest gegeben zu haben. Ich hatte Ihnen doch gesagt, es geht nicht mehr um das Herz, sondern um Peyton. Idiot. Dieser Peyton ist wohl doch nicht so leicht auszuschalten. Wie ärgerlich, Miss Arngruff. Halten Sie Ihre dämliche Klappe, Stathis. Worauf warten Sie? Wo ist er hin? Verdammt, wieso ist er jetzt hinter uns? Sieht so aus, als will der Kerl uns rammen. Das soll wohl ein Scherz sein. Damals töten sollen, Peyton, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du hattest großes Glück im Museum. Sie wissen wohl nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Niemand legt sich mit mir an! Tja, bisher hat sich wohl keiner getraut. Komm, Joe, lass uns verschwinden. Überlassen wir den Rest der Metropolis. Ja. Was ist mit Price und Daniels? Ich hab's über Funk gehört. Price ist tot und Daniels befindet sich in Polizeigewahrsam.